Besucher der Lengsdorfer Kirmes. Es beginnt jetzt die Aufführung des Heimat- und Verschönerungsverein Lengsdorf e.V. unter dem Motto Zacharias-Verurteilung im Rahmen der Heimat- und Brauchtumspflege. Wer sich in dieser Vorführung namentlich oder persönlich wiederfindet, dem sei gesagt, dass dies gewollt ist und rechtlich nicht angreifbar ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jede weitere Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Mitbürgern ist kein Zufall und voll beabsichtigt. Das Werfen mit Lebensmitteln ist unter Strafe verboten. Sie können allerdings für den Staatsanwalt an der Kasse abgegeben werden. Allen Kindern sei an dieser Stelle gesagt, dass dies hier alles nur ein großer Spaß ist und hier keinem Menschen wehgetan wird. Heimat- und Verschönerungsverein Lengsdorf e.V. Der Herr Staatsanwalt hat das Wort. Jetzt hat man mich fest. Zum Aufruf kommt die Sache Gemeinde Lengsdorf gegen den Zacharias. Du Zacharias von Lengsdorf hast dich in schändlicher Art und Weise an unserer geliebten Heimatgemeinde Lengsdorf vergriffen. Du hast uns Schaden in unbezahlbarem Maße zugeführt. Das ist nicht wahr. Wir, die treusorgenden Lengsdorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nichts mit der Polizei zu tun habende, das Finanzamt niemals bescheißende und immer die Wahrheit sagende, friedvolle Gemeinde, hast du in Verruf gebracht. Witwe, Olga Maslerow, ja. Halten Sie sich zurück. Nein, das ist gelogen. Toton, kann man mich verstehen, weil ich verstehe ja nichts. Gut. Na, das ist ein Jozo. Ich komme jetzt zur Verlesung der 10 Anklagepunkte. Es waren nur 7. Du alter Wichtigtuer, du löst doch durch das Dorf und sähst überall, dass man noch ein schnell zum Schlösses Jupp oder zum Dorfkruch bei der Schmitze Norbert jönnen soll. Bevor die Bede zumachen täte. Einfach, es passiert nichts. Keine von denen mehr zu. Ich habe den Eindruck, die Lengsdorfer Wirte haben dich mit Freibier bestochen, damit du so einen Quatsch erzählst. Denn die Wirte sind ja schlau und handeln nach dem Motto, denn keiner kennt die Stunde, keiner kennt den Tag und das Jahr, in dem wir zumachen. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße. Du hast dem Schmitzer Neubacht und dem Spiro ja auch gesagt, sie müssten ihren Gästen auch etwas mehr Programm anbieten. Und seitdem hier mit dem Dorfkrug
jede Woche mindestens einen Boxkampf. Und beim Spiro regelmäßig Travestieschutz. Das wollen wir hier nicht. Du gemeine Kerl, es doch in Poppelsdorf, in Endenich und in Dronsdorf gesagt, dass man heutzutage kein Kirmes mehr feiert. Der Lück wolle das nicht mehr, hast du gesagt. Und die höre auch noch auf dich. Na ja, war das? In Dronsdorf kommen die Schausteller, aber die Lück kommen nicht. In Poppelsdorf fallen die Schaubude vor lauter Geschäfte und Kneipe überhaupt nicht ab. Und in Endenich trauen sie sich nur noch eine Bierware und ein Fressbude abzubauen. Und das Ganze mäße doch nur, weil du den Familisch retten willst. Genau. Dass den Verwandtschaft nicht bestraft wird. Ja. Aber das eine sag ich dir. Hey, bei der schönste und größte Kirmes von Bonn. Hier in Lengsdorf. Hier wird dir das nicht gelingen. Hier wirst du noch verurteilt und bestraft. Indianer dürfen das nicht. Es geht wiege. Als jetzt der neue Italiener auf der Hauptstraße endlich ein Kaffeegeschäft mit Kuchen und Eis aufgemacht hat, bist du, Drecksack, doch direkt zum Manze Peggy und dem Schöbels Christel hingelaufen und hast denn gesagt, dass wir in Lengsdorf jetzt ein Tanzcafé haben. Jetzt wähne die beiden Frauen, könnte nun jeden Abend zum Ball der einsamen Herzen ins Tanzcafé gehen. Weiter. Du fiese Möpp, hast dir doch vom Schreinermeister Jürgen Olsen eine Dose mit Holzwürmer geben lassen. Und die an die Weinpresse auf dem Dorfplatz ausgesetzt. Jetzt ist die Weinkelter kaputt. Aber der Olsen hätte doch vor lauter Beerdigungen ja kein Zick, die bis zum Weinfest wieder herzustellen. Dann können wir auch Gewinnfest feiern. Technik. Beim Königsschießen der Skisportfreunde hast du doch den vielen aktiven Frauen gesagt, sie sollte beim Schießen dann never schießen, damit uns einmal wieder ein Mann König werden könnt. Und dann wurde der Johannes Weiler König. Und du hast deiner Frau gesagt, dass der Johannes sie im gequetschte Freihalle müllt. Du hast doch dem Michael Hagemann als Vorsitzenden vom VfL geraten, der Verein brüllt doch jetzt keine Fußballplätze mehr um Kreuzberg. Da ja der BSC jetzt pleite sei und die Lengsdorfer jetzt vom Platz vom BSC spielen könnte. Nur weil du zu faul bist, um Kreuzberg hochzujonnen.
So heißt, so säße ja nichts mehr. Da scheinen die Anklagepunkte ja alle wahr zu sein. So, so ist es. Da kann das Olga Maslochow ja genug sein. Sag heißt, du bildest dir ja auch viel auf dich selbst ein. Nein. Du Angeber. Nein. Nur weil du gehört hast, wie ein paar von uns Annemie, der Frau Dr. Siebecke und dem Dr. Möhrchen verzählte, dass es Hückorfen zur Trauerfeier für den Zacharias gehen müsste und deshalb kein Blut spenden würde. Daraufhin hat die Frau Dr. Siebecke zum Möhrchen gesagt, ach, das tut uns aber leid. Gehört dieser Herr Zacharias auch zu unseren Patienten? Du Drecksack, hast doch dem Bütchenbass Hans verzählt, da er ja so viel Kirchensteuer bezahlen würde, könnte er sich nicht nur in der Kirche mit Weihwasser segnen, sondern könnte sich auch die Füße im Weihwasserbecken waschen. Seitdem geht der Hans doch jede Tag in die Kirche und will sich doch duschen. Wir haben doch kein Schenk. Das war wahrscheinlich das falsche Lied. Nicht nur wahrscheinlich, ganz bestimmt. Weiter? Weiter. Du warst es doch, der die ganzen Blumen und Pflanzen auf der Hauptstraße aus der Balkonkästen gerissen hat und diese gegen die Häuserwände geschmissen hat. Nein. Dürres, weil das Annemie wo ja fast am Knatsche. Und dem Fuß der Margretche hast du gesagt, dass ihr jetzt noch nie Blumen verkaufen könnt. Ja, aber war das Strategie. Und die größte Frechheit, die du gebracht hast. Die größte Frechheit war es ja, dass du der Lück im Dorf verzählt hast. Sie sollte beim Kötzow vom Ortsfestausschuss keine Cent spenden. Da der Schaders Christoph davon sich ein Prinz Karneval bezahlen tät. Du arme Lüschne, das ist doch ja nicht wahr, das ist der Raiffeisenbank, die das bezahlt. Wir haben noch ja keine feste Laufe. Du wartet zick doch auf, Mensch. Höre mal, Prinz, wollt ihr auch schon immer werden? Olga Maslochow, was ist? Fertig. Fertig. Angeklagter, bekennen Sie sich schuldig auf all diese Anklagepunkte? Nein. Natürlich. Nein. Was blieb dir auch anders übrig? Hiermit verurteile ich dich zum Tode auf dem Scheiterhaufen. Schergen, waltet eures Amtes. Okay, rückwärts, Moment. Die Witwe möchte noch einen letzten Tanz mit ihrem Mann machen. Olga Maslochow,
Musik, haben wir eine schöne Tanz. Erfüllt. Mixer, Feuerblüfe! Jetzt muss ich gucken, pass auf. Verurteilt ist verurteilt. Schergen, waltet eures Amtes. Gegrillt, Daniel. Der Kirmes 2010 für offiziell beendet. Keine Angst, seien Sie weiterhin Gast des Träger- und Vereinshauses Lengsdorf und sorgen Sie mit Ihrem Umsatz dazu, dass das Vereinshaus auch die nächsten Jahre existent bleiben kann. Ich bedanke mich bei den Aktiven des Heimat- und Verschönungsvereins, bei den zahlreichen Schergen, bei den Witwen, bei den trauernden Witwen und besonders bei unserer Hauptwitwe, unserem lieben Rolf, den Sie, wenn Sie möchten, im Rahmen des Lengsdorfer Weinfestes am 18. September mit den Silver Girls im Abendprogramm des Weinfestes sehen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Und wünsche noch einen schönen Abschluss. Dankeschön. Auch wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns wieder über die vier Tage, der heutige Tag ist ja noch nicht zu Ende, Ihr Vertrauen geschenkt haben, sind zu uns gekommen und wir hoffen, Sie haben sich bei uns wohlgefühlt. Nein, ich glaube, es ist so, weil wer so lange bis in die Nacht hinein bei uns bleibt, dem muss es schon gefallen haben. Noch einmal, wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns treu geblieben sind. Wir können jeden Euro gebrauchen, um das Haus hier instand zu halten und natürlich auch weiter umzubauen und zu reparieren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie auch dieses Jahr wieder unsere Gäste waren und wir freuen uns, dass Sie uns wieder besuchen auf einer der nächsten Veranstaltungen. Bleiben Sie noch ein bisschen, so wie Christoph das gesagt hat, wir machen wieder schöne Musik. Es gibt leckeres Pilz, Kölsch. Dankeschön.
Gehst du mit? Was ist mein Zeit?